geht jetzt los. Wir zeigen, was wir tun. Und du bist unser Gast. Es ist Rock Essen. Ja. Seid alle bereit. Es ist Rockzeit. Es ist Vlog. Es ist Vlog. Seid dabei und ich bin mega verpeilt. Ich bin seit 5 Uhr morgens wach. Willkommen übrigens zum neuen Video. Man merkt es mir vielleicht so ein bisschen an heute. Wir gucken mal, was heute geht bei dem Vlog. Geplant ist heute erstmal Metro. Das Wetter, ja, soll eigentlich heute regnen, aber bis jetzt kam noch nichts runter. Ein bisschen trocken. Ja, fahren wir gleich mal rüber. Mal gucken, ob wir dann bei der Metro bleiben oder einen anderen Spot ansteuern. Ich hoffe, einen anderen Spot. Ja, ich bin heute ein bisschen groggy, habe so ein paar Pläne für heute. Ich würde gerne 100 Kickflips mit dem Flipstripes eigentlich aufnehmen. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Ich glaube, Sebastian wollte heute noch mal ein paar Videos heute machen, soweit ich das raus. Mal gucken, was heute geht, weil ich bin heute mega groggy. Ich bin platt, gestern ein langer Tag gehabt. Dann heute um 5 Uhr morgens den Wecker gestellt, aufgestanden. Also man muss dazu sagen, wir haben halt Sonntag, ja, 5 Uhr morgens, damit ich noch ein Video bearbeiten kann. Also bearbeitet sich ja nicht von alleine. Ja, dementsprechend bin ich heute ziemlich groggy, warm draußen. Aber wir gucken mal, was heute geht. Fahren wir mal weiter, fahren wir mal zur Metro. Nicht lange schnacken, wir sehen uns gleich an der Metro. Bis gleich. Guten Tag. Dann kannst du quasi 50. Junge, hör doch mal direkt auf. Dann kannst du quasi 50 Folien mal, dir direkt. Guck mal, der ist wieder da. Wir sind wieder verkehrt hier. Was passiert? Zeig mal lieber unsere geilen T-Shirts hier. In weiß. Ja, und hier auch. Zeig mal das andere, Junge. Das da? Das brauchst du nicht. Das ist das eins der ersten, ja. Das ist schon 5 Jahre alt oder so. Das sieht gut aus, das so. Ja, aber 5 Jahre, was ist los? Ich finde, das sieht echt gut aus, ne? Das gefällt mir richtig gut, mit diesen ausgewaschenen. 5 Jahre, musst du warten. Stell mal hierher. Ich muss also noch ein paar Mal waschen, bis das da kommt. Und oh. Jetzt geht auch weiß oder was? Schwarz-weiß? Nur noch. Nur noch weiß. Ja? Echt? Im ist das so? Ja, ah, okay. Ja, ja. Keine Frage. Demnächst Limited Edition, 25 T-Shirts, weiß auf weiß. Genau, weiß auf weiß, macht Sinn. Wie geht's dir? Und innen ist dann schwarz, damit es umkrempeln kann. Wie geht's dir? Das ist ein Wende-T-Shirt. Genau. Wie geht's dir? Hast du das Ding hier, weißt du, vorne? Du kannst das doppelt wie tragen. Was ist denn, wie heißt, wie geht's mir, Junge? Du warst letztes Mal nicht da. Die letzten 3 Mal. Dürfen wir erzählen, was passiert ist? Nein. Okay. Sieht er besser? Ja, mir geht's besser. Ja, mein Maiwar gedreht und dabei hat er sich auf die Fresse gelegt. Ist vom Hochhaus gesprungen, hat sich einen kleinen Zeh gebrochen. In Salto. Ein Schnürsenkel ist abgebrochen. Eine Rolle hat sich in 2 geteilt. Aber nur ein Drittel davon. Ich brauche sowas. Guck mal hinter dir. Oh, guck mal. Lordzi! Ah, ne, ist er gar nicht. Das ist er gar nicht. Das war gar nicht der Lordzi. Ich dachte, weil der ist ja umgeknickt letzte Woche. Hast du das ja mitbekommen? Das hab ich mitbekommen. Ich bin gespannt, wie es ihm geht. Ich habe weggeklickt, weil ich wollte ihn gar nicht sehen. So, Junge, hab ich direkt gedacht, nein. Ja, in dem Shorts. Ich war gestern skaten. Ich habe mich das gestern angeguckt und danach so bin ich skaten gegangen. Dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, oh, bitte, jetzt lass nicht. Nicht umknicken, Junge, nicht umknicken. Mhm. Das war schon. Aber der ist so auf der Bordsteinkante und dann. Ja, ja. Ja, und das war. Hingeblieben und krack. Ich hätte einfach nur gedacht. Das war hart. Pass auf, wir waren am Bauhaus. Ein nackter Mann. 2 Stunden geskatet? Ja. Ja. Ganz schön heiß. Mir wird auch ganz heiß. Ja. Nicht mal aus. Ja, komm, mit meinem Wubbleboard. Sag mal deinen Körper hier. Ja, geil. Willst du sehen? Im Flat. Boah, geil. Die Flip-Tricks liegen gar nicht. Gar nicht. Ne? Gestern gar nicht. Der erste Olli. Weiß ich jetzt gerade. Also so, Freunde, wir quatschen noch ein bisschen und ich hole mir jetzt hier ein Red Bull. Ich muss wach werden. Sonst schlafe ich hier gleich ein. Bis gleich. Ach, krass. Ja, ich sag ganz ehrlich, ich würde die Rollen ja gerne sehen. Du bist ja am Pushen. Ja, ich bin am Pushen. Zeig mal. Ja, ja, was, ja. Ah, du hast so einen Schoner dran. Ja, ist alles zugebunden, Junge. Braucht der alles nicht. Wir machen gleich, brauchen ein Update gleich. Hast du neue Zähne drin? Ja, ja. Oben ist aufgefüllt. Also es war halb weg alles. Ne? Ja. Guck mal, was mit deinem... Geht's besser oder? Was mit dem besser geht's auf jeden Fall. Das geht. Kann ich nicht. Nee, es geht nicht. Nein. Aber pushen geht. Ja, pushen geht. Pushen geht, Kameramann. Muss man auf die Unterlippe beißen, beim Pushen so. Direkt eine blaue
Und dann rein in den Schmerz. Ja. Aber ist nicht mehr, du warst auch arbeiten oder was? Ja, ich war direkt arbeiten. Krass. Also am Montag. Ist auch nicht mehr so dick, oder? Nee, ist nicht mehr so dick. Aber ist noch so. Eine Woche später. Noch so blau unter dem Knochen hier. Immer noch blau, ja. Ja, aber nicht mehr so krass. Am Montag war ich auf der Arbeit, aber nicht lange. Hab ich. Hashtag Herr Jeschke. Hashtag Herr Jeschke, stimmt. War ich direkt im Büro und sag ich, Herr Jeschke, wir müssen reden. Sag ich, was hast du? Ich muss dir was zeigen. Sag ich, was hast du? Hast du was am Hoden oder was? Sag ich, nein. Schlimmer. Am Hoden. Ja, machen wir kurz im Büro, hab ich ihm das gezeigt. Ich dachte, geh mal zum Arzt, Junge. Hab ich gesagt, nee, machen wir nicht. Ich mach heute mal einen Tag Pause und morgen bin ich wieder da. Da dachte er, alles klar, Junge. Machen wir das so. Ja. Das ist Herr Jeschke, das ist mein Chef, Junge. Korrekt ist korrekt. Korrekt ist korrekt. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Jeschke. Hashtag Herr Jeschke. Schöne Grüße an Herr Jeschke. Ab in die Kommentare. Ab in die Kommentare, Junge. Ja, so ist das. Danke, Herr Jeschke. Danke, Herr Jeschke. In diesem Sinne. Eine Hand wäscht die andere. Getestet, rollen. So läuft es. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, steht ja drauf. Und, Was passiert hier? Es passiert was! Ommelwirbel! Es passiert etwas! Der Lars hatte Geburtstag. Der Lars hatte ja Geburtstag und wir haben ihm eine Kleinigkeit mitgebracht. Ja. Und da wollten wir ihm natürlich das hier überreichen. Ist noch ein Geburtstagsgeschenk. Ein 825er war richtig, ne? Ja, 825, ja. Und wichtig ist das da runter. Das da drunter. Jetzt wird spannend. Ich will gleich gucken. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Ein Bild von dir, Bruder. Ach, Johnny Geiger, ach geil. Ja, korrekt. Cool, aber das darf ich nicht fahren. Kannst du schon, wäre nur ein bisschen schade. Das wäre richtig schade. Boah, cool. Nicht so oft. Gibt's nicht auch? Nee. Limitiert, oder? Ja, guck mal, auf der vorderen Seite. Wir kommen, Wirbel! Das mach ich jetzt so. Die sehen aber geil aus. Das mach ich auch. Edel. Guck mal hier. Das sind ja die gleichen. Was haben wir denn da? Tools! Neue Skate-Tools. Bestes Skate-Tool auf der Marke. Auf Market. Auf Market. Over the Market. Over the Market. Welcome to Holland. Onkel der Glocke. Onkel der Glocke. Gut, der ist ganz aufgeregt. Ja. Die gibt's so im Shop. Testen. Ah, testen. Nee, testen und eins zum Verlosen. Ja, geil. Und dieses Tool auch deinen Fuß reparieren. Wir können das auch zusammen machen, stimmt. Das wäre schön. Ich glaube, es ist zum Verlosen, weil das das Prime-Tool ist, das Richtige. Also die Firma heißt sowieso Prime 8. Ist geil. Wo ist eigentlich die Schwimmbox? In Frankreich. Die Surfen Schwimmbox ist am Surfen. Hashtag Schwimmbox, wenn du das siehst. Genieß die Zeit. Wir vermissen dich. Bleib verletzungsfrei. Viel Spaß, Schwimmbox, wenn du das Video siehst. Lass mal ein Like da. Das sollten wir eigentlich nicht immer im Video machen, ne? Ja, auch dann wird es auch langsam ein bisschen ekelhaft, ja? Ja. Wurde sich beschwert. Komm, machen wir lieber aus hier. Prime 8, Junge. Wir haben schon Kamera rausgepackt. Wir fangen jetzt an, aber ich glaube, der Sebastian hat was vergessen. Zwei Varianten gibt es. Wir verlosen ein blaues. Ein blaues wird verlost. Ein blaues wird verlost. Wollt ihr die grüne Pille oder die Thumbnail? Okay, komm. Oh, warte. Ihr müsst aber in die Kamera. Thumbnail herauszufinden ist, glaube ich, die schwierigste Angelegenheit, wenn man... Ja, super schwierig. Darüber macht man sich auch am meisten Gedanken, ne? Ja, natürlich. Ja, doch ja. Super geil. Boah. Kann der nicht ein Tütchen davon in den Mund nehmen? Ja, so. Genau so, ja. Bisschen lasziver gucken. Ja, genau so. Das ist richtig. Warte, los! Ja? Ja! Okay. Ja? Mhm. Okay. Der findet's geil. So, wir kommen bei einem neuen Video. Heute ein Review. Eine Produktvorstellung. Und zwar haben wir ein Skate-Tool gefunden auf dem Markt.
das soll im Moment das Beste sein, was es so gibt. Und zwar ist das von der Firma Prime A. Mach mal einen Kickflip, komm. Wir haben noch gar keine Skate-Aufnahmen hier. Für den Vlog, Junge. Das ist der? Dritte Kickflip heute. Dritte Kickflip und der zweite gestandene? Oder drei von drei? Drei von drei heute. Drei von, so muss das sein. Wer ist John Wick? Ich. John Wick ist ja gerade oben auf Toilette. Grün und blau. Zeig erstmal mit dem Kunststoff. Das ist am Arsch. Alles ist voll. Alles ist voll. Hey, Lars, wenn du das hörst, Bruder, du musst dieses Meme da reinbauen, weil alles ist voll mit diesem Holländer, der sich beim Bungee-Jumpen vollscheißt. Familienausflug bei den Lenz. Sieh, der kann mir ein Butter liefern, wenn der Ding schlägt. Seht ihr, alles voll! Alles ist voll! Oh, nee! Seht ihr sie? Anna, komm! So, das Video ist beendet. Jetzt machen wir erstmal den Kickflip Crossfoot. Der war. Vlog? Schön war der nicht, aber der war. Boah, ja. Kennst du Detlef die Soest? Ja, ja. Wechsel und. Das ist so ein Michael Jackson Move. Du musst erst pam, pam. Pam, pam. Hinteren. Auf jeden Fall genau das Richtige für mich. Ich habe schon Probleme beim Laufen. Das ist eigentlich der beste Skater Deutschlands. Der beste Skater Deutschlands. Fabrizio, der die komplette Skate-Szene immer herausfordert zum Skatespielen. Wo ist der überhaupt? Weil der hat nichts geschrieben. Klar hat der geschrieben. Ja, der hat gesagt Metro-Check. Ja. Ah ja, stimmt. Vielleicht hat die Bahn verspätet. Ja, das kann bei den öffentlichen Verkehrsmitteln im Rheinland sehr gut möglich sein. So, hi, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute spielen wir Game of Skate mit einem angerissenen Außenband, den Invaliden herausgefordert. Da haben wir natürlich gesagt, komm, spielen wir mal. Mal gucken, was geht. Ich kann nicht viel machen. Switch und Lolli wahrscheinlich eher. Wollen wir machen Skate, also SKA, drei Buchstaben und vorbei? Ja. Besser für mich. Ja. Wer fängt an? Ich fang an. Mal gucken, was geht. Kurzes, knackiges Video. Hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Bis dann. Versuchen wir doch mal ein tiefes. Yeah. So, der erste nach drei Wochen Pause. Was mit dir passiert ist? Nein. Wo du drei Wochen warst? Nein. Nein. Das bleibt das ewige Geheimnis. Es ist eigentlich mega schwierig, einen Vlog zu filmen, nur an einer Stelle. Das ist irgendwie, ja, ist speziell. Ich hätte auch gerne einen Spotwechsel, aber man weiß ja, mit dem Wetter auch nicht so. Letztes Mal waren wir auch Bauhaus die ganzen Tage. Ja, das war ja auch schön. Ah, jetzt rutscht dieses Ding da weg. So, komm jetzt, ich will was sehen jetzt hier. Schönste Kopfschluss.
Danke. Trinken. Mir ist schon ganz warm. Hotte Tricks, hotte Lines, hotte Balls. Bisschen Sprite. Nicht da den Phasengap zu springen? Das trau mich nicht. Oh, das ist ein Phasengap. Machst du das? Ich hab's schon die ganze Zeit gemacht. Das ist ein Phasengap, Alter. Komm, Lars, nicht abhauen. Hier. So dumm, Alter. Das ist ja nix. Verstehe ich nicht. Nach 30 Jahren Skateboard fahren, also ich bitte dich. Ich komm da nicht mal rüber. Du kommst doch rüber, ich komm Alter. Da rüber, aber ich bin... Wir machen das jetzt gemeinsam. Back to back. Bescheuert. Back to back to back to back. Wir machen das jetzt... Ja, ich spring mit, ich fahr halt mit, aber meine Anwesenheit... Ja. Komm, ja. Dick. Wir machen das jetzt back to back, ja, to, back to back, ja? Back to back to back. Weil du Angst hast, dass du da drauf springst. Oh, ich geh kaputt, ey. Ich geh kaputt. Ich schaff's auch nicht. Es gibt Dinge, das funktioniert nicht. Er tritt sein Deck durch. Wir haben es nicht auf Kamera, sondern mich. Aber wir gucken. Ist das Board jetzt wirklich kaputt? Ja, der ist kaputt. Ja, aber ich muss gucken. Hast du dein Board jetzt kaputt gemacht? Ja, durch. Noch nicht ganz. 100 Kickflips gehen auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es schon angebrochen. Ich hab's schon. Es war mein Fehler, ein bisschen durchgebrochen, draufgetreten, weil ich ein bisschen Frust hatte, genervt war. Du machst. Ja, also. Jetzt warst du ja, bist du, ist schon, ja, ich verstehe das nicht. Ja, das ist so dumm, Alter. Ist, ja, aber die Motivation so ist da, ne? Der Wille ist da. Der Wille ist da. Du kriegst gleich so eine von mir geschmiert, Junge. Das geht nicht, ne? Junge, da könntest du das Ding doppelt hinstellen. Jetzt ist er hot. Das. Von der Seite. So ein kleines Gap. So ein kleines Gap. Das ist solche Emotionen aus. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hier fliegt alles. Stark. Bemüht er sich wieder abkühlen. Müssen wir mal kurz hingehen. Was da los ist. Hey Bernie, was ist los? Wir gehen mal eben weiter. Wir müssen mal eben gucken. Das Fahrradständer gelb, ich weiß nicht, was da damit meint. Wir gucken jetzt mal. Oh, dicke S-Klasse, Ollum. So. Wie machst du beim ersten Dreck? Komm. 100%. Bist du soweit?
warte. Ja oder ja? Ja. Oh, bisschen schneller. Ja, du musst dich halt ein bisschen beeilen, ja. Ich dachte, keine Kurve fahren, das ist das, nach dem Olli. Aber das kriegst du hin. Das kriegst du hin, das kriegen wir hin. Meinst du, hat er doch gerade schon. Schreit der Kerl immer noch? Ja, ich höre ihn nicht mehr. Meinst du, den hören wir heute Nacht noch? Ich schrei gleich. Was mal auf dich. Ja, es hätte ja nie was anderes gemacht, als hätte er einfach gar nichts anderes gemacht. Second. Frontboard, ja, Frontboard, der ist ja noch, der ist geiler. Second. Ja, aber da ist schwieriger, weil... Ja, du hast halt nur diese kleine... Ja gut, du musst so eine Kurve fahren, ne? Aber das ist easy, komm. Crazy. Das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Wir gehen jetzt mal wieder zurück zu unserem Parkplatz, ne? Ist vorbei. Das war's mit dem Vlog. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen hier an der Metro chillen. Wir haben ein paar Videos gemacht. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch ein bisschen Vlog haben wollt. Das ist ein bisschen vielleicht langweilig hier an der Metro. Ja. Ein Spot ist halt speziell. Wir haben das Beste draus gemacht. Genau. Würde ich sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Kommentieren. Bis dahin. Ein fettes Five Five. Das ist aber so lieblos jetzt gemacht. Ja, ich bin kaputt. Ich bin echt müde. Ich hab schon gesagt, am Anfang des Videos, ey. Ich bin echt müde. Ja, ich brauch ein Bett. Ich kann nicht. Aber das Bett muss noch warten. Das kommt erst heute Abend. Mühe, gib dir mir Mühe. Okay, wir geben uns Mühe. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ein fettes. Bye. Ja, herzlichen Dank an alle Menschen, die eingeschaltet haben. Und ich hoffe, wir haben euch einen schönen Sonntag bereitet, denn die Sonntag-Metro-Vibes nach Hause gebracht. Und ja, bleibt verletzungsfrei. Und viel Spaß beim Skaten!